Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Dragon Age 2. Wir haben das letzte Mal Merylls Popöchen gerettet und dabei all ihre Freunde umgebracht mit ihr zusammen. Und wir haben Evelyns Popöchen auch gerettet und ja, jetzt werden wir losmarschieren, um mit dem Verzauberer zu sprechen. Wöchentlich zum Anwesen. Wir spielen Karo. Was? Warum werde ich zu diesen Spielen nicht eingeladen? Er sagt, dass ihr wütend werdet, wenn ihr verliert. Das stimmt nicht. Na gut, vielleicht schon. Aber das ist kein Grund, mir nichts davon zu erzählen. Wenn er gerne wettet, schon. Ich weise kategorisch zurück, etwas davon zu wissen, dass in meinem Haushalt gespielt wird. Donny geht also mit Fenris spielen. Ist ja spannend. Okay. Das hätte ich ja nicht gedacht. So, ich wollte übrigens vorhin noch, ich habe es gesagt, aber ich sage es trotzdem nochmal. Ich wollte mit Sino sprechen. Mit dem Verzauberer auf jeden Fall. Dem ersten, den es hier so gibt. Sino war richtig. Okay, hallo. Danke für euer Kommen, Champion. Gern. Wenige werden meine Gesellschaft suchen, da ich nun das Ziel von Meredith Zorn bin. Ach. Was mich in eine schwierige Lage bringt. Sie hat nicht gänzlich Unrecht. Hm? Ich weiß, dass einige der meinen ihr auf gefährlichem Wege trotzen. Aber ich kann nicht die Hilfe der Templer anrufen, ohne jeden Magier zum Ziel zu machen. Gefährlich? Was tun sie denn? Ich weiß nur, dass zahlreiche Magier den Zirkel nachts verlassen, manchmal sogar für mehrere Tage. Ich schließe mich nicht unserer Kommandantin und ihrer schlimmstmöglichen Erklärung an, aber auch ich habe schon an Blutmagie gedacht. Wieso können wir das nochmal fragen? Meredith ist übereifrig. Das ist keine Entschuldigung. Wie kann ich helfen? Meredith ist übereifrig. Das stimmt. Egal, wie frei. Ja, doch. Sie zählt 1 und 1 zusammen und kommt auf 11, richtig? Manchmal sogar auf 111. Ich habe Gerüchte gehört, dass heute Nacht in der Oberstadt ein Treffen stattfindet. Okay. Ich würde selbst hingehen, aber wenn ich den Turm ohne Erlaubnis verlasse, ist das für Meredith ein Beweis meiner Beteiligung. Ja, was, wenn sie mich erwischt? Klären wir das ohne Aufsehen? Versuchen wir es mal, ne? Was, wenn sie mich erwischt? Ich soll mir also nicht die Handgelenke aufschlitzen und nackt im Mondlicht tanzen, nur um nicht aufzufallen? Was? Wenn ihr das vorhabt, sollte ich mich vielleicht doch anschließen. Bringt einfach in Erfahrung, worum es bei dem Treffen geht. Ihr müsst nicht eingreifen, solange ihr auf nichts Böses stoßt. Alles klar. Und ich hoffe, das wird nicht der Fall sein. Ich auch. Sonst hat Meredith ihre Legitimation für das Recht der Auflösung. Das wollen wir nicht. Wir wollen kein Recht auf Auflösung. Okay. Da gehen wir hin. Wo müssen wir damit dafür hin? Und damit dafür? Der Zauberer spielt ein gefährliches Spiel. Es wäre unklug von euch, ihm zu helfen. Natürlich helfe ich ihm. Hallo? Auflösung. Ich möchte nicht, dass alle im Zirkel sterben. Wie geht es euch so kurz vor dem Ende, Varric? Was? Ich rechne in Kürze mit der Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln. Macht etwas daraus. In Ordnung? Für euch, werte Dame, Sonnenuntergänge und Rosen ohne Ende. Varric! Und die starke Hand des Gesetzes, die alles beiseite wischt. Ich hatte gedacht, das wäre ohnehin klar. Kurz vor dem Ende von was? Wovon redet ihr? Wo rennt ihr hin? Okay. Dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Ich habe ein bisschen Angst. Aber gut, wir wollen keine Auflösung, nur dass es klar ist. Auch wenn Fenris das nicht toll findet. Fenris am liebsten alle Zauberer abnippeln sehen würde, aber wir nicht. Vor allem ist unsere Schwester da. Wo sind die denn? Hallo? Wo seid denn ihr?
Hier? Was passiert hier? Was ist hier los? Ich weiß nicht, ob es so gut ist, Evelyn mitzunehmen. Naja, egal. Da kommt jemand! Der Champion! Wir wissen, dass ihr für Orsino spioniert. Hä? Lauft! Wir erledigen das! Was? Warum? Was ist hier los? Wieso muss ich jetzt Templer töten? Und ich... Also... Kann ich hier einfach gehen? Manu! Ich versuch's mal. Tschüss! Bis demnächst dann mal, ne? Shit, geht nicht. Na gut. Nicht. Mann! Warum passiert das hier schon wieder, hm? Warum passiert uns das denn immer? So, ich möchte, dass sie zur Kenntnis nehmen, dass ich zuerst die Magier töte. Wow! Was ist gerade passiert? Der bringt gerade nichts. Kannst du bitte wen anders angreifen? Oh, wir haben nur noch ihn. Geh mal da hin. Das war knapp. Durchsucht sie. Es muss noch mehr zu finden sein. Yo, du, gut, dass du dabei warst. Dann ist wenigstens klar, was hier passiert ist. Notizen eines Verschwörers. Eine zerrissene Notiz, gefunden in der Tasche eines Verschwörers. Bum, bum, bum. Sage es nicht noch einmal. Es ist nicht sicher, neue Rekruten zu unseren Treffen mitzubringen. Meredith hat ihre Augen überall. Bringt jeden, der behauptet, gegen sie zu sein, nachts zu Gardibalds Lagerhaus. Aha. Wir müssen uns ihrer Loyalität versichern, sonst entdeckt uns Meredith, bevor wir zum Kampf mit ihr bereit sind. Wieso wollt ihr gegen sie kämpfen? Noch eine Geheimgesellschaft, die sich in einem Lagerhaus trifft. Ob sie den Eigentümern wohl Miete zahlen? Man weiß nicht. Wahrscheinlich sind die Einwohner tot. Hi! Wieso steht hier jemand? Hallo? Okay. War ich hier schon? Ihr seid das. Euer Haus. Was ist hier los? Ich werde niemandem erzählen, was ihr für Emil getan habt. Danke für alles, was ihr für meine Familie getan habt. Muss ich überhaupt hier hin? Warte mal. Verschwörung. Achso, bei den Docks. Ich muss gar nicht hier hin. Hallo, ich gehe wieder. Tschüss. Hier. Es hat so geleuchtet und ich dachte, ich müsste hier hin. Okay. Dann zu den Docks. Wo kann ich hier am besten raus? Hier links und dann wieder links, ne? Ja, das sieht gut aus. So machen wir das. Schumpdiwumms. Ach ja. Diese Verschwörer. Sind wir jetzt auf Orsinos Seite oder auf Meredith? Oder sind wir einfach auf beider Seiten? Wir versuchen auf beider Seiten zu sein, glaube ich. Aber ich mag Meredith nicht. Und eigentlich möchte ich nicht auf ihrer Seite sein. Aber naja. Wo müssen wir rein? Hier? Da rein. Jetzt sind wir aber richtig. Ja, hier sind dann noch alle Türen zu. Das ist ein gutes Zeichen. Ich gehe mal da rein. Hallo? Die Tür geht nicht auf. Hier ist nichts. Wir gucken natürlich, was es hier so gibt, ne? Aha, ist ja spannend. Hallo? Was macht ihr zwei da? Ich hab doch gesagt, sie ist hinter uns her! Nein, nicht sie! Ich kann das nicht.
Lass uns doch mal reden. Ich bin doch noch gar nicht... Hallo? Zu den Waffen! Warum? Ich lass uns doch mal reden. Was denn los mit euch? Keiner will hier reden. Alle wollen immer direkt kämpfen. Das ist ja furchtbar. Oh, eine Falle. Ist hier noch eine Falle? Nö. Hä? Wo ist er hin? Er ist weg. Gut. Achso, da hinten ist er. Ja, ich komme sofort. Eine Falle! So. Was zischt denn hier so? Hä? Achso. Nein, ich möchte reden. Templerjäger? Gut, nehmen wir den. Was soll's? Sterben Sie bitte. Heißt das. Ein bisschen freundlicher. Ja, nee, warte. Hier. Machen wir das da. Hat das schon jemand getan jetzt? Das machst du ganz toll. Das bummst aber sehr. Was mit Varric? Wieso bist du tot? Ich möchte nicht wieder gehen. Lass mich bitte hier erst gucken. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen es nicht tun. Ganz bestimmt. Was hätte denn? Hätte ich gewusst, dass sie über euch reden, hätte ich euch gewarnt. Ich mache keine Entführung. Nicht nach dem, was ich durchgemacht habe. Geran? Habe ich nicht euer Leben gerettet? Oh doch, glaubt mir. Ich träume immer noch von diesen Blutmagiern. Ich weiß nicht, wo ich ohne euch jetzt wäre. Ich würde sie nie jemanden entführen lassen, von dem ich weiß, dass er zu euch gehört. Zu mir? Was? Zu mir geführt? Was? Ich habe ein ungutes Gefühl. Mir gefällt nicht, worauf das hier hinausläuft. Wir brauchten ein Druckmittel, jemanden, an dem Ihnen etwas liegt. Eine Geisel. Wer denn? Wir haben gerade erfahren, dass Sie sich ein Mädchen vom Zirkel gegriffen haben. Eine Schwester, glaube ich. Bethany? Ihr Mistkerle habt meine Schwester entführt. Wir wollten ihr nichts tun. Sorgt einfach dafür, dass ihr uns alleine lasst. Verstanden? Thrask sagt, Meredith wird den Magier offen den Krieg erklären, wenn sie an der Macht bleibt. Wir müssen sie stürzen. Tja, und was mit meiner Schwester? Dient das alles dazu, die Kommandantin zu vertreiben? Sie muss weg, versteht ihr nicht? Ja, doch, wir schon. Wir brauchen einen echten Vicomte und Templer, die Magier beschützen, statt sie zu massakrieren. Ja. Seht doch nur, was Thrask erreicht hat. Magier und Templer arbeiten zusammen. Wollen wir das nicht alle? Natürlich will ich das, aber das ist meine Schwester. Wer hat das Sagen? Ist Thrask der Anführer dieser Verschwörung? Er hat uns alle zusammengebracht. Seit 6 Jahren arbeitet er daran. Immer ein Magier, ein Templer. Er hat uns beigebracht, dass wir einander nicht hassen müssen. Er hat uns gezeigt, dass Meredith nicht die einzige Lösung ist. Ich bin ja auf eurer Seite, so. Aber ich stimme zu, ja. Können wir mehr sagen? Ich stimme ja grundsätzlich zu. Warum seid ihr hier? Ich stimme zu. Ich bin in dieser Sache nicht eure Feindin. Ich halte Meredith für eine gefährliche Eiferin. Mhm. Dann sprecht mit Thrask. Er würde eure Hilfe begrüßen. Unsere Hauptbasis ist an der verwundeten Küste, eine alte Ruine. Sie müssten alle dort sein. Euer Gefährte auch. Ich verspreche euch, Meredith ist die einzige, der wir schaden wollen. Ich gehe zurück zu Mascha. Bitte sagt Meredith nichts von mir. Es würde Mascha umbringen, wenn ich Ärger bekäme. Wenn es nur Ärger wäre, den du bekämst. Weißt du, da denkt man, Bethany ist jetzt sicher. Nö, ist sie nicht. Die ist nie sicher. Die, immer passiert ja irgendwas. Wenn sie nicht bei uns ist,
Wird sie entführt? Wenn sie bei uns ist, stirbt sie einfach. Was denn jetzt los? So, muss ich auf jeden Fall gucken, was hier noch so gibt. Ich habe ja noch nicht genug Zeug. Das habe ich tatsächlich nicht kommen sehen, möchte ich nur mal sagen. Eine Gnadenklinge, ein Geschenk. Für wen ist das ein Geschenk? Hier? Nein. Wo sind die? Hallo? Hallo? Gnadenklinge? Fenris, alles klar. Gut, dann geben wir ihm erstmal diese Klinge. Ich weiß nicht warum, aber der wird die hoffentlich gut finden. Ja, so. So, was haben wir hier oben noch? Hier ist nichts. Hier ist ein Fass. Und da ist eine Kiste. Keine Bücher allerdings. Siegel der Untergrundbewegung der Magier? Für Anders? Gut, achso. Oh, Varric, Entschuldigung. Ich habe vergessen, dass du verletzt bist. Hier. Trink das, iss, was auch immer man damit macht. Und dann geht es dir besser. Siehst du? Schon besser. Gut, dann gucken wir mal, was hier noch so ist. Da geht es anscheinend wieder raus. Und warte, da, von da kommen wir. Hier noch was. Ja, eine Kiste mit Dingen. Okay, ich denke, wir müssen Evelyn tauschen gegen Anders. Oder? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das machen wir. Aber wir gehen jetzt erstmal zu Fenris und mit Fenris quatschen. Und wenn wir dies getan haben... Da geht es nicht raus. Wenn wir dies getan haben, dann werden wir unsere Schwester suchen. Jawohl, so ist der Plan. Mal diese Rennerei hier. Die auch mal schläft zwischendurch. Die rennt ja eigentlich immer nur rum. Wir sollten weitergehen. Ja, ich möchte weitergehen. Du stehst... Wir sollten weitergehen. Fenris. Mensch, steht dir einfach im Weg. Müssen wir da tags oder nachts hin? Nicht egal, weil ich es in den Bergen... Okay. Dahin bitte. Lalala, Fenris. Hallo. Ich hab da was für dich. Seht euch das an. Eine Gnadenklinge? Du warst dabei, als ich es gefunden habe. Ich erinnere mich. Sie sind im Reich weit verbreitet. Repliken des Schwerts, mit dem Orkon Hesserion Andraste tötete. Dieses hier scheint sehr fein gearbeitet zu sein. Es ist also nicht wertvoll. Fein gearbeitet? Es ist also nicht wertvoll? Hä? Wieso nicht? Egal. Ich dachte, es könnte etwas wert sein. Das ist es. Hier, ich zeige es euch. Das sind Ehrengeschenke für verdiente Untertanen des Reiches. Mhm. Daenerys war ganz verrückt danach, soweit ich mich erinnere. Erzählt mir von Tewinter. Ihr redet nicht viel über das Reich. Weil ich nicht gerne daran zurückdenke. Tewinter will vom Magier... Wissen wir... Ja, sie... Erzähl. Hat die Kirche den Magier nicht verboten, über andere zu herrschen? Ah ja, die Magie soll den Menschen dienen und sie nicht beherrschen. Mhm. Im Reich sagen sie, das heißt, die Magie sollte dem Allgemeinwohl dienen. Genau wie es die Magister angeblich tun. Glaubt kein Wort davon. Warum? Was tun die Magister denn so Schreckliches? Der Zirkel der Magie herrscht über das Reich. Er kontrolliert die Kirche. Ebenso wie die Templer. Sie behaupten, die Magister würden dem heiligen Gesetz gehorchen. Aber sie sind das Gesetz. Sie machen, was sie wollen. Allesamt. Sind sie Blutmagier? Sie setzen alle verbotene Magie ein? Je mächtiger ein Magier ist, desto höher steigt er innerhalb des Senats auf. Er macht die Gesetze und bestimmt, was annehmbar ist. Wer in diesem Spiel bestehen will, muss dasselbe tun. Oder er wird vernichtet.
Mag sein, dass es einmal anders war, aber heute ist es so. Das klingt nicht gut. Ist der Sklavenhandel in Tevinter erlaubt? Floriert der Sklavenhandel im Reich noch immer? Das kommt auf den jeweiligen Archon an. Einer hat den Sklavenhandel vor Jahren verboten und wurde dafür umgebracht. Hm. Ohne Sklaven würde Tevinter untergehen. Die Elite des Reichs kennt es nicht anders. Rebellieren sie nicht? Das würde ein Sklavenaufstand vermutlich ändern. Aufstände sind jetzt schon an der Tagesordnung. Die meisten enden erbärmlich. Der Senat rückt immer zusammen, wenn es um Aufwiegler geht. Aber eines Tages wird alles anders. Mhm. Dann werden die Magister erkennen, wie zerbrechlich ihre Macht ist. Das stimmt, das wäre schon gut. Tevinter liegt im Krieg mit den Kunari? Ich habe gehört, das Reich liegt seit Jahrzehnten mit den Kunari im Krieg. Seit die Kunari auf der Insel Saharan gelandet sind, ja. Also seit 80 Jahren? Vielleicht auch länger. Der Archon forderte Hilfe aus ganz Thedas an. Hat ihm aber nicht viel genützt. Aber wer gewinnt? Der Krieg dauert schon ziemlich lange. Die Kunari wollten immer nur Saharan. Und das haben sie bekommen. Das Reich hat immer wieder versucht, die Insel zurückzuerobern. Allerdings ohne großen Erfolg. Ich glaube, die Kunari sammeln ihre Kräfte und bauen eine gewaltige Flotte. Wenn sie wirklich Krieg wollen, werden wir es erfahren. Ihr denkt, sie werden siegen? Sind die Kunari so stark? Ja. Sie haben einmal ganz Thedas in Schutt und Asche gelegt. Wollten sie das Reich unterwerfen, täten sie es. Nach allem, was ich auf Saharan gesehen habe, werden sie nicht nachgeben. Sie glauben noch fester daran, im Recht zu sein als die Magister. Das war's. Naja, mehr kann man nicht sagen. Dann behaltet das Schwert. Ich will, dass ihr es bekommt. Ja, ich denke, es würde mir gefallen, sie zu führen. Was für eine Ironie. Danke, Hawk. Sehr gerne. Plus 15! Hat er das jetzt automatisch ausgerüstet? Ah ja, sieht so aus, ne? Ja. Okay, was kann denn das Schwert? 117 Angriff, das ist nicht schlecht. Haben wir noch, wir hatten ja hier auch noch was Neues. Oh. Aber es ist gar nicht mal so gut. Wir müssen das mal kurz hier machen. Weil, ich fürchte, es kommt bald wieder ein großer Kampf. Ist immer noch besser. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Die nehmen wir gar nicht mit. Das lassen wir einfach. Obwohl, wir können gleich mal gucken, was sie so hat. Vielleicht können wir ihr trotzdem was Besseres geben als das, was sie jetzt hat. Nö, wir haben sie schon ziemlich gut ausgerüstet eigentlich. Das wäre vielleicht noch ganz cool. Hier, komm, nimm den. Oder? Nein, ach, ich weiß doch auch nicht. Wir lassen das jetzt einfach so. Okay, nein. Du bist nicht mein Charakter, mit dem ich herumrenne. Klar? Sei denn, Hawk ist tot, dann schon. Aber sonst nicht. Da geht's raus, ja. Können wir bitte... Danke. So, du bleibst bitte hier und du kommst mit. Das wird ein Spaß. Hat er jetzt schon seine neuen Klamotten an? Ja, ne? Hat er automatisch hier. Mantel des Regenten. Blablablab. Ja, müsste er. Können wir was Neues, Tolles anziehen? Sollte ich vielleicht auch mal gucken. Nein. Irgendwelche tollen neuen Waffen auch nicht. Ach, für dich sowieso nicht. Tja. Die ist viel besser. Na gut. Soll er also behalten, wenn er doch lieber das mitnimmt. Was haben wir hier? 33, 41? Nö, auch nicht. Na gut. Dann... Müssen wir wohl jetzt zum Sunderhügel, ne? Aber vorher gehe ich noch mal eben was verkaufen.
Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich beim Sonderhügel ankomme.